Hey Leute, willkommen zurück bei Game Dev Tycoon. Gott des Krieges ist nahezu fertig. Wir haben nochmal einen Hype dazu bekommen. Wir sind die Besten des Jahres. Sehr schön. Und ich würde sagen, fertig. Nein, jetzt machst du noch einen Bug rein, du Idiot. Nur weil du überarbeitet bist, oder was? Oh Gott. Spiel veröffentlichen. Okay. Keine Ladebildschirme. So, Urlaub. 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 Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Eigenartig, aber gut. Zeigt Potenzial. Oh Gott, trocken, verflucht. Eine 5,75 müsste das sein. Wir müssen noch einen Mitarbeiter raussuchen, sonst kriegen wir unter. So, der ist im Urlaub. Der hier trainieren. Der kann sowohl, muss beides am besten hoch. Geschwindigkeit. Achso, kann er nicht. Dann macht der den hier den Design. Trainieren. So, du hörst doch. Ach, du hast uns immer noch nicht. So. Hier. Design und Technologie. Das hier. Oh Gott, das ist ein schlechter Verkauf. Wir brauchen jemanden, der echt gut ist. Level 3. So, was haben wir hier an Geschwindigkeit? 315. Was war der letzte? Level 2, aber was für eine krasse Geschwindigkeit und Forschung. Wow. Ja, die müssten wir auch ordentlich einstudieren. Das ist auch ziemlich gut. Der hier ist besser eindeutig. Was war denn mit dem nochmal? Ne, ich glaube, der hier ist ziemlich gut. Den würde ich einstellen wollen. Ai, Leute. Leute. So, hier will ich mal kurz gucken. Spielehistorie. Okay, wir haben damit zumindest schon mal Profit rausgeschlagen. Spielbericht erstellen. Trainieren. Und zwar machst du... Genau, beides hier. Ja, toll, 500.000 ist für echt nicht wenig, echt nicht viel. Für große Spiele. Du, Mädel. Kannst ein bisschen Geschwindigkeit bekommen. Weil es nämlich ein bisschen sehr lahm gerade noch. Ich weiß nicht, wie sehr das ausfällt negativ mit den, weil der Typ hier noch nicht ordentlich da ist. Eigentlich wollte ich mich dann kurz des Krieges ein bisschen ausruhen, oder was ist ausruhen, aber die Leute ein bisschen... Geschichte und Action ist okay in einer Kombination, könntest du irgendwie... Großartig. Haben wir denn, was für ein neues Thema haben wir denn? Wir brauchen ein schönes Action-Thema. Hacking Wirtschaft? Wir könnten eine Wirtschaftssimulation machen, aber... Ja, komm hier, für eure Forschung. Mist, jetzt habe ich... Ich wollte eigentlich Boost bei denen trainieren. Du trainierst dich mal. Weltdesign, Grafik, Sound. Nee, das will ich eigentlich noch gar nicht alles. Wir müssen auch ein... Boost, maximal Stufe 3. Cool. Nee, wir müssen, ich jetzt Design-Spezialist machen. Deswegen wirst du noch ein bisschen mehr hier auf Designkurs gehen. Und du trainierst, ich werde dich mal genau im Gegenteil machen. Und wohl. Ah, Microsoft hat einen neuen Tablet rausgebracht. Den GreePad, okay. Trainieren. Ich will mal gucken, wie sieht es bei dem aus mit Technologie? Naja. Bei beiden so
gleich viel ungefähr. So, dann würde ich dich trainieren nochmal. Geschwindigkeit hast du ordentlich dazu gewonnen. So, und dich auf jeden Fall trainieren. Du Pappnase. Kriegst du gar nichts auf die Reihe. Geschwindigkeit. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel. Jetzt habe ich so viele Forschungspunkte verbraucht. Ich weiß gar nicht, wie viel das mir bringt überhaupt. Trainieren. Boost. 20. Oh, gerade so. Ausreichend. Ja, wir bekommen noch ein paar Fans hinzu sogar. Also müssen wir mal gucken, ob wir noch mal eine. Aber wir haben kein neues Thema. Sonst müssen wir mal schauen. Fortsetzung, was wir erfolgreiches Spiel wir noch hatten. Ja, Mini-RPG ist klar. Die Simus. Hatten wir noch irgendwas anderes mit über 8? Niederschlag. Ui, Niederschlag ist postapokalyptisch und Action. Action ist immer gut. Ja, würde ich sagen, machen wir den Nachfolger von Niederschlag, wenn alle fertig sind. Und eigentlich hätte ich gesagt, lieber wenn sie alle aus dem Urlaub. Ich weiß nicht, brauchen die noch Urlaub? Ah, ich weiß nicht. Die Zeit vergeht. Wir brauchen eigentlich. Hier. Na komm hier, Fortsetzung entwickeln. Oder machen hier Auftragsarbeit finden. 411. Hier Fehler 411. Dann hoffe ich, dass wir. Guck mal, hier fängt der fängt schon an, dass er Arbeit, dass er braucht. Urlaub. Abenteuer. Bitte die anderen noch, dass sie Urlaub brauchen gleich. Okay, 411. Ja. Gehen wir weg. Auftragsarbeit finden, 48. Kommt noch irgendwas, was richtig viel bringt? Ach, verdammt. Hier 113.000. 20.000 Fans. Geht fix für uns. Ja. Ja, okay. Und nochmal einen Auftrag finden. Ich würde gern echt. Ich will, dass die anfangen, hier nochmal ins Urlaub zu wollen, die Leute hier. Jetzt schicke ich denen schon mal in Urlaub. Das brauchen die anderen. Okay. Auftrag finden. Hey, hier. Kriegt ihr doch rasch hin. Hier noch einen Auftrag finden. So. Leute, wollt ihr nicht langsam Urlaub, hä? Bevor ich nochmal ein großes AAA-Spiel mache, möchte ich gern, dass ihr in Urlaub fährt. Momentan keine Aufträge, super. Komm, Urlaub. Hä? Am mittleren. Auch wenn wir kein Spiel richtig zum Anpreisen haben. Hey Leute! So. Haben wir jetzt vielleicht Aufträge? Nein. Leute! Ah, ich verstehe es nicht. Die wollen doch sonst immer so schnell Urlaub haben. Hätte ich es gewusst, hätte ich gleich programmiert das Spiel. Jetzt habe ich Angst, dass wenn ich sofort starte, die Leute. Ich habe sofort Angst, dass die Leute da. Ja, sofort ausgelockt sind.
Komm, Auftragsarbeit finden. Yes. Jetzt können wir nochmal viel Geld verdienen. Da war was mit 300 noch was 1000. Hier muss jemand in Urlaub. Auftrag finden. Wir hatten noch eins, was hoch war. Okay, die wollen alle in Urlaub. Jetzt geht's los. Schnell Urlaub schicken, dann sind sie gleich wieder zurück. Okay. Kommt da wieder zurück, da wieder zurück, da und er auch wieder zurück, dann Fortsetzung entwickeln, und zwar vom Niederschlag. Wo haben wir es denn? Niederschlag. Okay. Niederschlag 2. Natürlich groß für alle Action-Plattformen, die Xbox 360. PlayStation 3 und für den PC Spiele Engine natürlich die neueste. Und los geht's. Warten wir mal kurz. So, Nu wird vom Markt genommen in 2 Monaten, das ist kein Problem. Wir haben eh nichts dafür entwickelt. Sean. Ja, jetzt haben wir Rena, die uns behilflich sein kann. Rena macht gleich die Arbeit für Lucy. Story bringt uns nichts. Ich glaube, wir hätten hier schon alles gut ausgewählt. Ja, es ist gut, vielleicht noch ein bisschen mehr hier in der Reihe. Dann machen wir halt die gespeicherten Spielstände weg. Und dann hier los. Marketing-Tricks hier. So, akzeptieren wir, wird mal schnell fertig. Wir machen mehr Grafik natürlich rein. Was für eine dumme Frage. So, postapokalyptisches Spiel. Der Nachfolger von Niederschlag 1. Oder von Niederschlag einfach nur. Okay, künstliche Intelligenz hoch. Level Design, Dialog ist ganz okay. Wir brauchen noch ein... Lucy haben wir noch dann dafür da. James für wenig. Das ist gut. Rena hätten wir noch für ganz viel. Rena für mittel. Lucy hätten wir für ganz viel noch da. Ja, das ist gut. Dialoge brauchen wir. Dialoge können wir machen. Schau mal eine an. Mache ich noch ein bisschen runter, Level Design. Ja. Okay. Dialogbombe wäre zu krass, war. Ja, machen wir einfach nur bessere Dialoge. Eieiei. So, Nu wird nicht mehr unterstützt. Na Nu, warum die Nu? Kleine Kampagne. So, endlich mal wieder hier ein ordentliches Spiel programmieren. Auch wenn es hier Ewigkeiten dauert, so ein riesengroßes Spiel zu programmieren. Hoffe ich doch, dass diesmal der Erfolg gut wird. Von Niederschlag. Okay, und zwar James macht's nicht. Lucy ist richtig, Rena macht es. Und Nerd, ja nee, ich will's auch nicht, James macht das hier. Dann hätten wir das auch einigermaßen so. Ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr hier reinhauen. Hat James ein bisschen mehr zu tun. Ja, James muss echt ein bisschen mehr... Das ist nicht so schön, dass James so schlecht ist. So, wir machen nochmal Marketing. Mal eine kleine Kampagne. Hinterher. So.
Jetzt haben wir hier eins fertig. Ich weiß nicht. Bringt das mir nochmal was, wenn ich das hier aufbooste? Ich hoffe, das bringt was. Ach, guck mal, wie viele Bugs wir schon wieder haben. 139. Da haben wir ja ganzen Bug-Troubleshooting hier weghauen. Irgendwann sind die Spiele so groß, das gibt ja noch AAA als Größe. Irgendwann sind die Spiele so groß, dass bis die ganzen Bugs entfernt worden sind, der Hype schon wieder nachlässt. So, jetzt habt ihr wieder einen Bug reingehauen. Ich gratuliere. Okay, Bug frei. Neuer Rekord, neue Kombination, gutes Management. So, die 3D-Grafik. Okay, kann man gleich erforscht werden. Obwohl ich nicht weiß, wie viele noch das mithalten können. 150, boah! Warte mal kurz. Trainieren. So. Ah, Spielbewertung kommt rein von Niederschlag 2. Die sehen wir aber erst beim nächsten Mal. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.